Ja, hallihallo liebe Individualisten und herzlich willkommen zu einem neuen Ausrüstungsvideo hier bei Individuell Unterwegs. Ich bin der Chris und ich habe heute mal wieder was mitgebracht. Und zwar das hier. Ich komme mal ein bisschen näher. Das ist der Opinel Naturschleifstein. Und mit dem möchte ich also heute versuchen, eines meiner Messer, mein großes Victorinox, etwas nachzuschleifen. Mal schauen, ob mir das gelingt. Ja, ich werde euch jetzt mal ein bisschen näher holen, werde mich da in die Hängematte setzen, werde es mir da gemütlich machen. Und ja, dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Okay, dann werden wir das Ding mal auspacken. Und wichtig bei Schleifsteinen ist, dass man die feucht macht, bevor man mit dem Messer drüber fährt, weil sonst runiert man die Klinge. Deswegen habe ich auch mein Wasser bereitstellen. Das Video zu der Stainless Steel Canteen von Stanley aus der Adventure Serie gibt es dann noch separat bei mir im Kanal. Und ich werde jetzt einfach mal den Stein ein bisschen nass machen. Man sieht dann auch sofort, er wird wesentlich dunkler, wenn er feucht ist. Und beim Schleifen eines Messers, wenn man es abzieht, wichtig, nicht so drüber ziehen, sondern quasi versuchen, so wie von den Steinen was abzuschaben. Und der Winkel, der Flankenwinkel, unter dem man schleifen sollte, von der Mittelebene weg, sollten 10 bis 20 Grad sein, je nachdem. 10 Grad hat eine höhere Schärfe, nutzt sich aber schneller ab. Bei 20 Grad hält die Schneide etwas länger, ist aber dafür nicht ganz so scharf. Gut, ich werde es jetzt einfach mal probieren. Das Ganze war jetzt mal die Theorie. Ich muss auch gleich dazu sagen, ich mache das mit so einem Schleifstein tatsächlich das erste Mal. Und ist jetzt so ein bisschen Feuertaufe. Ja, mal schauen, ob das funktioniert. Es wird. Etwas Wasser.
Ja, ich muss sagen, funktioniert. Nicht schlecht. Ich werde den Schleifstein einfach zu meiner Feuertasche mit dazu packen. Dann habe ich das immer alles schön zusammen und weiß, wo ich den finde. Ich muss sagen, für das, dass ich das erste Mal mit so einem Schleifstein so richtig gemacht habe, ja, ist eigentlich ganz gut gegangen. Und mal schauen, ob das mit den anderen Messern auch so gut klappt. Ja, grundsätzliches Fazit, der Stein ist wirklich sehr günstig, kostet 5 oder 6 Euro. Den Link gibt es natürlich wie immer unter dem Video. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, ist auch nicht recht schwer, hat ein paar Gramm. Den kann man schon mal mitnehmen. Fällt nicht wirklich auf im Gepäck und ist, glaube ich, wirklich ganz ein hilfreiches Ding, dass man doch seine Messer draußen mal nachschärfen kann, wenn man sie mal stärker beansprucht hat. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, ich hole mir jetzt noch meine anderen Messer. Denen schadet es sich auch nicht, wenn ich so ein bisschen nachschleife. Also vor allen Dingen das eine, was ich schon ein bisschen länger habe. Und ja, ihr könnt auch ein bisschen zuschauen. Bis dahin, Leute, macht es gut. Viel Spaß auf euren Touren. Schaut, dass rauskommt. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris.